Mein Name ist Rolf Buhlander. Ich war lange Zeit zuständig als Geschäftsführer bei Bosch für einen großen Bereich, die Kraftfahrzeug- und Mobilitätstechnologie. Ich glaube, Bad Boll ist ein Think Tank. Bad Boll nimmt Strömungen aus der Gesellschaft auf, nimmt Strömungen aus der Kirche auf, erarbeitet dafür Konzepte, Lösungen zur Verbesserung und hilft dabei, diese zu implementieren. Das ist eine wichtige Rolle von der Evangelischen Akademie in Bad Boll. Deshalb bin ich hier. Mein Name ist Simone Schwanitz, Abteilungsleiterin Forschung im Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg, seit 2013 im Kuratorium Bad Boll, seit diesem Jahr stellvertretende Vorsitzende. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Amt, weil die Akademie Bad Boll für mich ein ganz wunderbarer Ort ist, an dem gesellschaftliche Debatten geführt werden, Gespräche organisiert werden, respektvoller Umgang praktiziert wird und damit eben auch versucht wird, die Gesellschaft im positiven Sinne zu gestalten. Mich verbindet mit Bad Boll weniger der spezielle Ort als vielmehr die Idee der Evangelischen Akademie und der Bildungsarbeit. Ich selbst war 16 Jahre aktiv beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, dort auch im Präsidium und vor allem für wissenschafts- und forschungspolitische Veranstaltungen verantwortlich. Wir haben dort wirklich große forschungspolitische Debatten geführt. Wir haben zum einen die Kirchentagsmitglieder mitgenommen auf die tollen neuen Erkenntnisse im Bereich der Forschung, aber auch die ethischen Fragestellungen nicht vernachlässigt. Und das würde ich auch gerne hier in Bad Boll ins Kuratorium einbringen. Ich habe eine emotionale Beziehung zur Evangelischen Akademie Bad Boll, die von meiner Jugend herkommt. Als Jugendlicher, der Orientierung sucht, der auch mal gern Gegenpositionen einnimmt, suchte ich auch intellektuelle Orientierung. Und die fand ich in Schriften, die von der Evangelischen Akademie in Bad Boll veröffentlicht worden sind. Jetzt muss ich gestehen, ich habe damals vielleicht die Hälfte davon begriffen. Nichtsdestotrotz haben sie bei mir den Grundstein erzeugt, dass ich dachte, diese Organisation ist eine, die ist wichtig für die Welt. Ich möchte mich für die gedeihliche Weiterentwicklung von Bad Boll einsetzen. Meine Erfahrungen aus der Wirtschaft sagen mir, große Organisationen haben grundsätzlich ähnliche Prozesse und Aufgaben zu erfüllen. Sie haben sich Fragen zu stellen. An wen will ich mich wenden? Wie will ich das tun? Wozu bin ich da? Was ist meine Vision für die nächsten 5 und 10 Jahre? Wir werden gesellschaftliche Transformationsprozesse in hohem Maße erleben. Diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse soll die Akademie in Bad Boll begleiten. Dazu kann ich meinen Beitrag leisten. Aus meiner täglichen Arbeit als Abteilungsleiterin Forschung habe ich eine umfassende Kenntnis über die wichtigen Forschungsthemen und Fragen, habe gute Kontakte zu unseren sehr ausgewiesenen Forscherinnen und Forschern und ich würde gern beides, sowohl die thematische als auch die Personenkenntnis, vermittelnd einbringen in die Arbeit hier in Bad Boll. Für die Zukunft der Evangelischen Akademie in Bad Boll wünsche ich mir vor allen Dingen, dass sie mit derselben Kraft und mit demselben Gestaltungswillen an Lösung der Probleme von heute und von morgen gehen mag. Ich wünsche der Akademie, dass sie auch ihren 100. und 150. Geburtstag wird feiern können. Ich wünsche der Akademie, dass sie ihren Markenkern beibehält, dass sie weiterhin der Ort ist, an dem man zusammenkommt, im intellektuellen Gespräch, sich Zeit nimmt für vertiefte Debatten, in Respekt miteinander umgeht. Und ich wünsche ihr auch, dass sie ein Ort bleibt, zu dem man gerne kommt und vor allem auch sehr viel bereicherter ihn wieder verlässt.